Was Ihr persönlicher Bezug zum europäischen Traum? Also mein persönlicher Bezug zum europäischen Traum, ich nehme das jetzt einmal als Ihre Aufgabe wahr, weil ich finde das realistisch. Realistin habe ich jetzt nicht den Traum, aber eher ein Leitbild oder eine Vision. Geht schon zurück auf meine Studentenzeit, wo ich selbst Mitglied und auch nachher Vorsitzende einer großen europäischen Studentenorganisation war. Und da haben wir schon gekämpft für Freiheit in Osteuropa und freien Zugang zu Bildung und Anerkennung zu Bildung. Ich bin in der Nachkriegszeit geboren. Meine Eltern haben den Krieg mitgemacht. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir einen Zusammenhalt finden, dass Kriege sich auf diesem Kontinent nicht wiederholen. Und wie schnell das anders auch geschehen kann, sehen wir in der Ukraine oder sahen wir in Jugoslawien. Also insofern ist der europäische Traum in allererster Linie für mich eine Idee des Friedens und der Organisation von Staaten, dass Frieden erhalten bleibt. Finden Sie, der europäische Traum ist eine gute Idee? Im Grunde ja. Wie gesagt, ich finde ja eigentlich das Wort Traum ein bisschen fehl am Platz, aber es ist für mich schon eine Idee, zu der es sich lohnt, seitdem ich politisch denken kann, zu arbeiten. Und der Traum ist halt, oder die Idee ist halt, ja, im Grunde ein geeintes Europa, was ja heute auch vor großen Herausforderungen steht. Aber es ist nach wie vor ein Thema, was mich sehr bewegt und ich denke, das ist ein gutes Ziel. Ja, natürlich finde ich das, dass es eine gute Idee ist, weil ich glaube, so viel Unheil, wie angerichtet worden ist durch Kriege, das muss reichen für die nächsten Hunderte von Jahren. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein guter Traum, weil Menschen sich näher kommen, weil man mehr kennenlernt als nur seine Nachbarschaft, über den Tellerrand hinausgucken kann. Und ich glaube, man kann immer viel lernen, wenn man Menschen in anderen Ländern begegnet. Vor allem, wenn es möglichst einfach ist. Seit wann gibt es den europäischen Traum schon? Es gibt ja nicht den Traum als festen Begriff, sondern es gibt immer wieder Generationen, die darüber geträumt haben. Ich denke mal daran, nach dem Zweiten Weltkrieg war es sicherlich ein bedeutender Traum oder eine Vision von Staatsmännern, gerade aus Frankreich und Deutschland, Adenauer, vor allem hier in Deutschland, dass wir halt in Frieden miteinander leben müssen und nie wieder Krieg haben dürfen. Und ich denke, selbst wenn wir schon zu der Generation gehören, die Kriege in Europa gar nicht mehr erlebt haben, ist es doch angesichts heutiger Probleme in der Welt aktueller denn je, immer wieder darauf zu achten, dass wir friedlich leben und möglichst die Dinge, die uns trennen, auch friedlich überkommen. Und das war halt damals die Idee vor allem, dass wir wirtschaftlich zusammenarbeiten und uns so verflechten, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass wir uns gegenseitig wirklich kriegerisch bekämpfen. Ich glaube, den europäischen Traum hat es schon sehr, sehr lange gegeben. Immer wieder, auch in der Geschichte, haben sich Menschen dafür engagiert, dass Grenzen keine besondere Rolle mehr spielen, dass man sich besser versteht, dass man sich als eine Gemeinschaft empfindet und nicht lauter Staaten nebeneinander herregieren. Insofern glaube ich schon, dass es den einige hundert Jahre gibt. So konkret gibt es ihn seit Mitte der 50er Jahre, als einige wenige sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, damit so etwas wie der Zweite Weltkrieg nicht wieder passiert, müssen wir gemeinsam, insbesondere in der Wirtschaft, zusammenarbeiten. Dann haben wir alle die gleichen Interessen. Und das führt in der Regel zu langen Friedenszeiten. Denken Sie, der europäische Traum unterscheidet sich stark vom amerikanischen Traum? Also ich bin ja nur Europäerin und habe vieles über Amerika gehört und gelesen. Ich denke schon, weil die Amerikaner, also was ich höre, war ja immer die Idee zu sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist, glaube ich, hat sich da auch nicht bewährt. Ein Teil des amerikanischen Traumes ist sicherlich auch, dass man sagt, egal wer kommt, kann alles werden, egal woher sie kommen, der sogenannte Melting Pot. Ich denke, Europa ist vielfältiger und der Traum, den man hier leben können soll, ist, dass jeder die gleichen Chancen hat, aus sich etwas zu machen
Und zwar egal, woher er kommt. Aber ich weiß auch, gerade weil ich auch in der Politik bin, wie schwer es ist, die gleichen Startchancen für jeden bereitzustellen. Und der europäische Traum ist vielleicht etwas differenzierter als in Amerika. Also, weil wir so eine bunte Gesellschaft sind, ist es am Ende die Frage, wer hat welche Chancen, aus sich etwas zu machen. Ich glaube, dass der europäische Traum sehr viel vom amerikanischen Traum gelernt hat. Die Freiheit, die Grundrechte, die wir haben wollen und für die wir eintreten. Der europäische Traum ist ja nicht nur ein Wirtschaftstraum, dass es uns wirtschaftlich gut geht. Allerdings muss man schon sehen, dass es Unterschiede auch gibt. Der amerikanische Traum geht von einer viel größeren Verantwortung für die Sicherheit der einzelnen Menschen aus. Wir gehen heute mehr als die Amerikaner von der Wichtigkeit aus, dass Freiheit für den Menschen das A und O ist und Sicherheit eine auch wichtige, aber zweitrangige Geschichte ist. Glauben Sie, dass der europäische Traum noch Hoffnung hat oder ist er schon ausgeträumt? Also Hoffnung gibt es immer. Jedenfalls komme ich da von der Ecke her. Das ist sozusagen auch als jemand, der aus der Christdemokratischen Partei kommt, eigentlich gar nicht alles zu beantworten. Ich verstehe die Frage vor dem Hintergrund dessen, dass wir im Moment auch große Probleme innerhalb der Europäischen Union auch selbst haben. Aber ich denke, das sind echte Anpassungsprozesse. Wir haben natürlich auch eine Erweiterung gehabt, die sehr schnell ging. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen in den Ländern, gerade was das Thema Migration betrifft. Wir hatten eine Finanzkrise. Und wenn es Probleme gibt, muss man eben auch mal einen Schritt langsamer gehen und sich auf das Wichtigste besinnen. Insofern denke ich, es gibt immer ein Vor und Zurück, aber der Traum ist noch lange nicht ausgeträumt. Nee, der hat noch Hoffnung. Wir sind nur manchmal so unzufrieden, weil wir so ungeduldig sind. Auch jetzt in diesen Diskussionen, die wir überall erleben, um Solidarität in der Flüchtlingsfrage, ist kein Zeichen dafür, dass der europäische Traum ausgeträumt ist, sondern dass er noch bei Weitem nicht verwirklicht ist. Wir sind schon fast 70 Jahre jetzt in einer Art EU. Andere Staaten sind erst vor 25 Jahren dazugekommen. Und das gibt unterschiedliche Sichtweisen, wie man auch seine Freiheiten, die man hat als Staat, nach Brüssel abgibt, damit es dort für alle geregelt wird. Wenn man noch nicht so lange dabei ist, dann ist man froh, wenn man diese Freiheiten vielleicht noch ein bisschen behält, obwohl es vielleicht oder ganz bestimmt sogar sinnvoller wäre, das eine oder andere schneller als bisher gemeinsam zu machen. Sind Sie der Meinung, dass der europäische Traum ein Traum oder ein Albtraum ist? Ein Albtraum? Nein, auf keinen Fall. Also manchmal sind die Probleme ein Albtraum, wenn man sagt, warum können die Menschen nicht miteinander besser umgehen? Und selbst in der EU, wenn ich sehe, wie da miteinander umgegangen wird. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um mehr als nur um nette Verträge und Finanzen, sondern es geht im Moment um die große Flüchtlingskrise. Wie gehe ich damit um? Menschen wissen nicht, wie sie damit ihre Bevölkerungen erklären sollen, was Menschen mit anderen Kulturhintergründen sind. Und da sind wir in der Union auf sehr unterschiedlichem Niveau. Und deswegen ist es sicherlich für manche ein Albtraum, weil sie nicht wissen, was sollen wir mit Menschen aus aller Herren Ländern bei uns zu Hause. Auf der anderen Seite ist das eigentlich das Ideal, dass wir lernen, miteinander zu leben in einer Welt, die globalisiert ist. Die Welt hat sich geändert und wir können niemandem am Ende verbieten, den gleichen Wohlstand und die Freiheit zu haben wie wir. Und vor der Frage stehen wir jetzt und müssen vernünftige Antworten finden. Das wird dauern. Nein, es ist ein Traum, ganz bestimmt. Ein Albtraum ist manchmal, wenn man sieht, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir sein wollen und dass vieles noch nicht so gut funktioniert, wie wir es gerne hätten. Aber dafür sind Politiker da, immer wieder daran zu arbeiten, auch mit ihren Kollegen aus den vielen anderen Staaten, dass es besser wird. Und insofern, nein, ganz bestimmt kein Albtraum, das Gegenteil. Denken Sie, Europa braucht einen neuen Traum? Neuer Traum ist immer schön gesagt. Der Traum an sich, wenn wir von Traum sprechen wollen, ist eben Frieden und wirtschaftliche Prosperität. Und ich denke, das Modell der sozialen Marktwirtschaft, was uns übrigens sehr von Amerika unterscheidet, das heißt, der Staat hat auch etwas zu sagen und zu lenken, der muss immer wieder neu
unterstützt werden. Und ich glaube, wir brauchen keinen neuen Traum, und wir müssen natürlich ihn anpassen, insofern, als dass die Welt immer bunter wird, die Herausforderungen immer komplizierter werden. Europa ist ein Teil in dieser Welt. Wir können uns nicht in uns zurückziehen und müssen größeren Herausforderungen einfach auch widerstehen können. Das heißt, wie gesagt, Migration ist immer das Größte, und es werden ja auch wahrscheinlich noch größere Herausforderungen auf uns zukommen, wenn wir nicht das Klimathema endlich ernsthaft bearbeiten. Denn dann stehen schon die nächsten Flüchtlinge vor der Tür. Also insofern muss der Traum vielleicht ein bisschen mehr Menschen einbeziehen als bisher. Naja, ich glaube, wir brauchen keinen neuen Traum. Wir müssen nur ein bisschen aktiver werden, unseren eigentlichen Traum zu verwirklichen, und müssen aufpassen, dass dieser eigentliche Traum nicht kaputt gemacht wird. Wenn jetzt überall wieder Grenzen hochgezogen werden, weil wir Angst vor Flüchtlingen haben, dann geht ein bisschen das kaputt, was unseren Traum ausgemacht hat, nämlich dass man ohne umzutauschen, ohne Pass einfach in andere Länder reisen kann, andere junge Menschen kennenlernen kann. Und insofern muss man immer wieder aufpassen, dass nicht zu viel beschädigt wird und dass das weiterentwickelt wird. Ich glaube, dass wir eine gemeinsame Außenpolitik brauchen zum Beispiel, und nicht jeder der 28 Länder seine eigenen diplomatischen Bemühungen in der Welt voranbringt. Ich glaube, dass wir eine gemeinsame Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik brauchen, weil eine Währung zu haben ist toll, aber wenn man nicht die gleiche Finanzpolitik macht, führt das zu Problemen. Das haben wir ja bei der sogenannten Euro-Krise gemerkt. Gibt es für Sie wichtigere Themen, um die man sich kümmern sollte, bevor man sich um den europäischen Traum kümmert? Aber man muss sich immer so erstmal oder parallel um sein Land vor Ort kümmern. Die Menschen müssen ja auch, wie wir so schön sagen, mitgenommen werden. Weil was hilft es, wenn wir nur in Brüssel oder New York, Paris oder sonst wo auf der Welt große Ideen besprechen, sondern die wahre Politik ist vor Ort, jeden Tag, Stück für Stück, in der Schule, in der Uni, am Arbeitsplatz, dass man da Schritt für Schritt auch drüber spricht. Also man muss auch immer werben vor Ort. Aber man darf das große Ziel nicht aus den Augen verlieren, und Politiker haben auch die Verpflichtung, das möglichst den Menschen auch zu erklären. Aber ich finde auch, die Menschen, man kann niemanden verpflichten, müssen natürlich auch gucken, dass sie sich auch informieren. Also mich stört immer dieses einfach nur Rummeckern und sagen, es ist alles schlecht, aber sich nicht die Zeit nehmen, sich einmal mit den Dingen genau auseinanderzusetzen. Nein. Welche Rolle spielt die EU-Erweiterung für den europäischen Traum? Naja, die Erweiterung ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her. Und die hat, wenn man heute drauf guckt, uns Dinge auch schwierig gemacht. Auf der anderen Seite habe ich am Anfang gesagt, die Europäische Union, für mich, aber auch sonst, war immer ein Projekt der Freiheit. Es war eben, der eiserne Vorhang ist gefallen, die Menschen konnten wählen, sie konnten sich frei entfalten. Und das zeichnet uns ja als Europa bis heute in der Welt auch aus, dass wir diese Freiheit haben. Und insofern denke ich, es war wahrscheinlich zu viel, alle, ich glaube, wie viel waren das, 12 Länder auf einmal, ich möchte mich gar nicht auf die Zahl festlegen, aufzunehmen, weil es schwierig war. Länder wie Rumänien und Bulgarien waren wahrscheinlich noch nicht reif genug für die ganzen Regeln, die wir haben. Auf der anderen Seite, das ist schon von gestern, die sind dabei, und jetzt müssen wir gucken, dass wir miteinander klarkommen. Für uns spielt es vielleicht nicht so eine große Rolle. Im Gegenteil, wir müssen immer aufpassen, dass wenn wir mehr und mehr werden, das Ganze nicht unregierbar wird. Aber was für eine große Rolle dieser europäische Traum für diejenigen spielt, die in die EU hinein wollen, zum Beispiel auf dem westlichen Balkan, in Montenegro oder in Serbien oder in Albanien, das erfahre ich durch meine Arbeit ziemlich häufig. Sie alle haben den Traum, eines Tages auch in einem Land zu leben, wie wir es sind, wo es weitgehend keine Korruption gibt, wo es weitgehend die organisierte Kriminalität abgeschafft ist, wo es Gerechtigkeit gibt und die Freiheit zu sagen, was man denkt, die Religion zu haben, die man haben möchte, und auch die Medien zu haben, mit einer freien und breiten Palette. Für die ist Europa immer noch ein lohnenswertes Ziel. Und ich freue mich darüber, auch wenn es schwierig ist,
bis der Prozess sozusagen zu Ende gebracht wird und sie auch wirklich alle Mitglied werden können eines Tages. Welche Rolle spielt die Abschaffung der innereuropäischen Grenzen für den europäischen Traum? Die Abschaffung der Grenzen war ein ganz enormer Schritt nach vorne und ich hoffe sehr, 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 dass wir auch so bald wie möglich, und es zeichnet sich im Moment auch ab, auch die temporären Grenzschließungen wieder zurückdrehen können. Weil die Freiheit in einem Europa zu arbeiten und zu leben, und gerade Sie auch, ich meine, Sie leben in einer Welt, wo Sie heute entscheiden können, morgen gehen nach London, übermorgen nach Paris und übermorgen, was weiß ich, nach Prag. Und dass man da nicht irgendwelche Grenzkontrollen hat und komplizierte Dinge, die diese Spontaneität auch verhindern, das ist, und der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist das, was uns auch in Deutschland reich macht. Die Exportfähigkeit und all diese Dinge und die Möglichkeit. Also das spielt eine immens große Rolle, diese Freiheit, die man hat, dann auch zu spüren, dass man weiß, wir sind in diesem großen Gebilde, haben wir alle Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eines der ganz wesentlichen Dinge, die Menschen auch merken können. Handelsbilanzüberschüsse oder wie das alles heißt, das ist eine Sache. Das ist auch wichtig, weil es Arbeitsplätze schafft. Aber am wichtigsten ist doch, dass Menschen diesen europäischen Traum nicht als irgendeine Theorie empfinden. Und zu den ganz konkreten Dingen, die man wirklich erleben kann heute, ist eben, dass man ohne Grenzen zu den Nachbarn fahren kann, ohne Formalitäten. Als ich als 13-Jähriger nach Spanien das erste Mal gefahren bin, musste ich noch an der spanisch-französischen Grenze umsteigen, weil die Gleise unterschiedliche waren. Ich musste Geld umtauschen, ich musste einen Pass dabei haben. Heute setzt man sich in Zug und fährt eben durch bis Barcelona oder Madrid. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich großartig ist und junge Leute auch zusammenbringen kann. Warum sollte der europäische Traum gerade jetzt ausgeträumt werden? Ich finde, er ist noch lange nicht ausgeträumt. Er ist herausgefordert, aber so ist das in der Welt. Nichts läuft linear immer gut nach vorne, sondern wir spüren gerade jetzt in Europa und in Deutschland, es geht uns selbst ökonomisch gut, auch nicht individuell vielleicht, aber wir sind eine Insel der Glückseligen in dieser Welt. Und jetzt kommen Probleme, die wir anpacken müssen. Und zwar mit rechtsstaatlichen Mitteln, aber auch mit ganz viel Diskussion darüber, wie wir uns unser Leben vorstellen und eben auch mit Menschen, die jetzt zu uns kommen. Übrigens sind ja schon immer Menschen zu uns gekommen. Also jetzt zwar auf einmal sehr viele letztes Jahr, aber im Grunde hatten wir immer eine Zuwanderung nach Europa. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Nö, der ist nicht ausgeträumt, wie ich eben schon gesagt habe. Wir ärgern uns manchmal darüber, dass es nicht schnell genug geht. Aber wir sehen, es gibt noch eine Menge zu tun, um diesen Traum nicht nur zu träumen, sondern auch leben zu können vor allem. Und insofern gibt es eine Menge Arbeit, aber Grund zur Verzweiflung gibt es deshalb nicht. Welche Rolle spielt die Euro- und Flüchtlingskrise für den europäischen Traum? Also in meinen Antworten gemerkt, das ist im Moment die große Herausforderung. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass wir natürlich die Menschen am Ende gucken, wie geht es mir persönlich. Und viele Sorgen, die die Menschen durch die Flüchtlinge haben, ist ja, dass ihr persönliches Leben sich verändert. Wenn ich manchmal Leute frage, sagt, kriegst du eigentlich persönlich mit, dass Flüchtlinge in Hamburg sind? Dann sagen sie, nein, nein. Gar nicht. Ich lebe so wie bisher. Aber es ist halt gefühlt die Angst, dass einem etwas weggenommen wird. Das ist am Ende eine typisch menschliche Reaktion. Mit der muss Politik auch klug umgehen und man muss das auch ins Kalkül ziehen. Aber ich denke, das sind alles Dinge, mit denen werden wir auf Dauer auch fertig werden. Und dann hier in Europa auch stärker als zuvor sein, aber das sind sicherlich Dinge, die werden Sie dann auch noch mit beeinflussen. Mhm. Denn wie Sie als jüngere Generation denken, ist, glaube ich, nochmal ganz anders, als Menschen denken, wie ich jetzt bin oder die auch älter sind. Die Welt hat sich so sehr verändert, wie sie manchmal Menschen gar nicht mehr, dass manche sie gar nicht mehr verstehen, die sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen. Und das ist auch eine große Herausforderung. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil hier geht es um das, was wir Grundwerte nennen in dieser Europäischen Union. Sind wir wirklich nur Nachbarn, wo man keinen Pass mehr zeigen muss, wenn man über die Grenze will? Oder fühlen wir uns auch ein bisschen als eine Gemeinschaft? Helfen wir uns gegenseitig, wenn
irgendetwas mal nicht so gut läuft. Gibt es Solidarität? Oder sagen wir, nein, die Griechen sollen mal selber mit ihren Problemen fertig werden, die haben sie ja auch selbst angerichtet. Oder sagen wir, Flüchtlinge nehmen die einen auf, die anderen nicht. Und wer keine Flüchtlinge aufnimmt, ist eben gut dran. Nein, nein, ich glaube, dass gerade die Euro-Krise und die Flüchtlingskrise zwei Beispiele sind, dass wir noch viel lernen müssen, was Solidarität angeht, was unsere Werte angeht, damit dieser Traum eines Tages auch Wirklichkeit und ganz selbstverständlich sein wird.